Edith, hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, in der letzten Folge haben wir uns diese Ausgrabestätte angeschaut und haben gesagt, dass wir, ich weiß gerade gar nicht mehr, wen wir jetzt eigentlich suchen wollten. Schon wieder alles vergessen, nachdem ich gespeichert habe. Moment. Ein über das Leben der Brüder. Unweit von hier ruht Vitus. Genau, den Vitus suchen wir nämlich gerade. Wehe dem, der seinen Schlaf zu stören wagt, denn über ihn wachen die Argusaugen seines Bruders und der Herbstwind. Wobei ich jetzt gerade am Überlegen bin. Ich habe gesagt, sein Bruder hat auf ihn geschaut und der Herbstwind. Das wäre dann ja die Frau mit der Sichel. Heißt das jetzt, dass wir den Argusaugen, also die Blickrichtung von dem Bruder folgen sollen? Oder heißt das, dass wir quasi, also ich sag mal, anstatt Norden, Nordosten oder sowas machen sollen? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, dass das in der Richtung sein muss, ne? Ich kann ja aber nichts sehen, dass man hier irgendwo was bekommt. Jetzt muss ich wieder warten. Das ist immer so ein Cooldown, wenn man hier einmal drauf gedrückt hat. So, also hier ist auf jeden Fall nichts. Wir schauen mal, ob wir hier hochkommen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt... Oh, den habe ich eben noch gar nicht gesehen, glaube ich. Ja. Es scheint aber Poseidon zu sein, ne? Er hat hier den Dreizack, so wie es aussieht. Aber es sieht schon geil aus. Auch die Farbe sieht ganz cool aus. Aber hier kommen wir definitiv nicht weiter. Kann das sein, dass ich mich irgendwie mit der Richtung dann vertan habe? Dass ich, also beziehungsweise mit den Brüdern vertan habe, dann müsste theoretisch, jetzt bin ich gerade am Überlegen, Moment, die mit den Äpfeln hat in die Richtung geguckt. Das heißt, die mit der Sichel, die für den Herbstwind stand, hat in die Richtung geguckt. Und da müssten wir entweder in die Richtung, ich weiß gerade nicht mehr, welcher jetzt auf welcher Seite gestanden hat, oder Richtung Strand. Aber Richtung Strand waren wir ja eben schon. Wobei die ja was gesagt haben. Naja gut, das ist wahrscheinlich dann hier oben die zerbrochene, worum die es ging. Hier Richtung Strand ist hier... Moment. Da unten ist jetzt was? Das hatten wir vorher nicht, oder? Ah. Here is your discovery, Mr. Swift. Hey, look at this. What have you found? Don't let anyone touch anything there. Eureka! I found you, my friend! Ja. Habe ich mich, glaube ich, doch vertan. Weil ich meine nämlich, als ich beendet hatte, habe ich gesagt, dass wir in die Richtung gucken müssen. Aber dann war das doch der andere Bruder. Und offenbar war es wirklich so, dass wir keine gerade Richtung haben. Ja, mit dem können wir jetzt alle reden. Sollen wir mit ihm mal kurz reden? Wir kommen da gar nicht hin, oder? Doch, jetzt. Don't just stand there. Help! Ja, und jetzt? Jetzt stehen sie alle hier. Ah, Moment. Da fällt mir was anderes ein. Wenn er jetzt natürlich auch hier steht... Oh, wo war das jetzt? War das da oben? Dann können wir... was ist denn das jetzt für ein Lupensymbol hier gerade? Von der archäologischen Ausgrabungsstätte. Ach so, das ist jetzt nur... Ich dachte gerade schon, das ist jetzt irgendwas Neues. Dann habe ich das vorher auch drin gehabt, aber ich habe es nicht gecheckt. So, dann können wir doch theoretisch da hinten... Ist gerade was dran? Theoretisch mal seinen Tisch jetzt untersuchen, den wir ja vorher nicht untersuchen konnten. Was ist das denn hier? A box of darts. Handy against rodents of all kinds. Nagetiere aller Art. Also sind das kleine Betäubungspfeile? Weil mir fällt so spontan der Elefant ein. Das habe ich zumindest noch aus den anderen Folgen im Kopf, dass es um Elefanten ging. Oh, da haben wir direkt einen Elefanten. Gut. Wenn man vom Teufel spricht. Von Rüsseln und Stoßzähnen. Der zoologische Bestseller von Rüsseln und Stoßzähnen stellt eine tiefgehende wissenschaftliche Beschreibung der Elefanten dar. Das Leben der grauen Riesen, sowohl in Gefangenschaft als auch in der Wildnis, wird fast schon enzyklopädisch, schwieriges Wort, analysiert.
Ein besonders wichtiges Kapitel beschreibt die Paarungszeit der Elefanten, in der sie äußerst gefährlich werden können. Darüber hinaus gibt das Buch Hinweise darüber, wie man mit den riesigen Säugetieren kommunizieren und interagieren kann. Okay. Kann man da hin? Kann man da hin? Ja, kann man. Ach ja, sein Tagebuch. Ledernes Tagebuch, das Tagebuch von Arthur Swift. Er beschreibt darin detailliert sein Leben und seine Forschung. Aber was noch wichtiger ist, es enthält Aufzeichnungen über einen Disput mit Theodore Gilden hinsichtlich der Ausgrabungsstätte. Okay. Tag 1234? Das ist ein bisschen lange, ne? Bei Theodore dreht sich alles nur ums Geld. Soll er sich doch lieber mal ein vollständig ausgebildetes Gehirn kaufen, damit er endlich intelligent genug ist, um das große Ganze zu erkennen. Die Welt dreht sich nicht um seinen verfluchten Elefanten. Mir bleiben nur noch ein paar Monate, bis er mit dem Bau beginnt. Er hat ja nicht einmal die nötige Vorstellungskraft, um die Ausgrabungsstätte zumindest mit einem ästhetisch ansprechenden Projekt zuzupflastern. Ach ja, genau, er wollte da bauen und er hier wollte ja ausgraben. Dann habe ich doch am Anfang alles richtig gemacht. Elfenbeinbäder, an Oberflächlichkeit kaum zu überbieten. Zeugnisse der Menschheitsgeschichte, die von unschätzbarem Wert sind, werden unter Belanglosigkeit begraben werden. Hey, what do you think you're doing? Ups. Trying to take over my research, are you? I come here to pick up my diary and I find you snooping around. Explain yourself. Mr. Swift, if that were true, I would have been on my way to the newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gilden's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? I'm thinking of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gilden, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Very well, Mr. Swift. I appreciate your cooperation. Das ist wieder so seine typische ignorante Art. Ja, wann sahen Sie zuletzt Mr. Gilden? Wir können ja beides fragen, ne? When was the last time you saw Mr. Gilden? A couple of days ago, we discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however. He was already inventing new projects. It wasn't a long conversation. I suppose that his daughter will inherit everything now, along with all of the eccentricities and problems. And not forgetting Goliath. Eccentricities and problems, Mr. Holmes. One of many. Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking a lot of my time, as you see. I spend more time underground than on the surface. When did you learn about Theodore's death? Just now. You just told me. And you aren't surprised, shocked? I won't tell anyone if you shed a tear or two. Weren't you partners, after all? We were. And it is a real shame. But I've seen too many deaths in my life, Mr. Holmes, for the news to truly shake me. Will you allow me to return to my research, or are you insisting on remaining an obstacle? Oh, I haven't even started yet. Okay, okay. Was haben wir denn für Beweise? Sein Tagebuch. Ja, das you have a weakness for nostalgia. Or, rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply record my life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. Ja, da hat er recht. So, das ist das Buch. With this book, you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. Hmm. And what conclusion did you draw? That Theodore Gilden made the animal miserable.
He couldn't provide the proper environment for the beast. My interest in the subject ended there. Genau, die Pfeile. What's with this box of darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that. Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. Ja, er behauptet, er setzte die Pfeile zum Töten von Nagetieren ein. Kann man natürlich schlecht nachweisen, was da jetzt für eine Konzentration drin ist, ne? Das ist ja jetzt kein Beweis. Zutritt. Sein Profil, Forschungsarbeit. Ja, können wir ihn mal drauf ansprechen, aber ich weiß nicht, ob uns das noch was bringt. I'm a busy man. Okay. Das auch nicht dann, ne? I'm a busy man. Ja, dachte ich mir schon. Ich denke mal, dass das die einzigen... Ja, das vielleicht noch? As far as I can tell, you're a man of the academic world, so this book about Nabe and Laura is just an empirical study? What? That nonsense? I'd prefer to lose my eyesight than read such trash. So you know nothing about it? I know nothing. I wish I'd never heard of it in the first place. This caricature of science. Do I hear traces of envy? You're still relatively young that you might find your own Laura. Perhaps I envy Nabe, for I cannot simply blow people up for distracting me. That's all. You happy now? Wonderful. Nabe. Da hat er jetzt natürlich nichts zugeschrieben. Trilogie von Wallace. Wer ist jetzt dieser Nabe? Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Hat der jetzt, also Nabe Wallace quasi, hat der das geschrieben? Oder ist das jetzt jemand, der das Buch gelesen hat? Man sollte nicht zwinkern, wenn nur Texte kommen und das Ganze das erste Mal nicht auf Deutsch übersetzt worden ist, also die Sprachausgabe. Ja, ich denke mal, mit den anderen Sachen werden wir wohl nicht viel machen können hier, ne? Oder Moment. Ah, wir haben ja noch den Bauplan. Did this plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gildon? Nothing like that. Admittedly, we didn't share a common vision of what is more important, the past or the future. In my opinion, we can't build a future without knowing the past. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research? Only the knowledge that rightly belongs to humankind, nothing less and nothing more. Ja, würde er so weit gehen, ihn umzubringen? Das ist die Frage. I'm a busy man. Kann er dazu was sagen? Have you seen this person before? The one beside Imogen Gildon? No, but he's with Imogen, so I suppose that he's a friend of hers. That girl always has her head in the clouds. I could have said Theodore was different, but that wouldn't have been entirely true. Away with the fairies, was he? That's one way of putting it. Either way, I don't know much about Imogen's life or her friends. The type of elite that pretends to be educated. Moment, Imogen, das war doch jetzt die Tochter, oder? Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Oh Gott, ich sollte das wirklich jeden Tag aufnehmen. Das Problem ist nur, wir haben jetzt im Moment wieder zweimal die Handwerker da gehabt und ich kann nicht jeden Tag aufnehmen. Handelsregister, das gehörte, glaube ich, auch dazu. Moving on. Ja, ist okay. Habseligkeiten. I'm a busy man. Ach, wir gucken einfach mal alles durch. What's with this intricate recruitment process? Pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences. Especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts. Decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. Okay. I'm a busy man.
Ja, ich will nur mal alles kurz fragen. Gildan's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes. I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No, animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried to protect itself from captivity, from Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. Hat er nicht ganz Unrecht mit, ne? Remember one of the rules? It seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the site, and outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. Okay. Alle Hinweise erhalten. Steht er jetzt noch hier? Nö, doch, da ist er. Was fange ich jetzt damit an? Das ist jetzt die große Frage. Also bei den Gedankenspielen ist auf jeden Fall noch was dazu gekommen. Zwischen Mr. Smith und Mr. Gilden gab es geschäftliche Meinungsverschiedenheiten. Das sollte, genau. Arthur Swift verschrieb sein Leben der Erforschung der Menschheitsgeschichte und hatte das sicher nicht aufgeben wollen. Ja, das ist richtig, das würde ich auch sagen. Tödliche Verletzung und es war Paarungszeit, sollte eventuell... Nee. Ich probiere einfach mal. Okay, dann kann man da nichts mehr mitmachen. Hier ist noch ein Ausrufezeichen. Hält in seinem Tagebuch wichtige Dings fest. Was war jetzt nochmal dieses Handsymbol eigentlich? Ach so, dass ich das noch beenden muss. Also, wahrscheinlich heißt das nicht, dass ich es beenden muss, aber da muss ich ja, glaube ich, alle drei Teile von finden, soweit ich weiß. Ja. So, Fotografie von Imogen. Ach ja, da war ja noch was mit dem Yachtclub, genau. Da könnten wir jetzt eventuell als nächstes mal hingehen, weil ich denke nicht, dass wir jetzt hier wirklich weiterkommen werden. Spuren von Schuppen, wo ist denn jetzt das, was ich vorhin, beziehungsweise was ich jetzt zutritt? Ah, hier, das habe ich angeheftet, ne? Okay. Ja, also normalerweise würde ich jetzt sagen, dass wir professioneller Segler, der mit seiner Yacht Whirlpool für den Yachtclub Salashia im südlichen Teil von Grand Surrey segelt. Dass wir jetzt auf jeden Fall mal zum Yachtclub gehen werden. Ich schaue mir nochmal kurz die Dokumente an. Das sind aber nur die, ja, die wir jetzt hier im Endeffekt gefunden haben. Okay, er sagt mir jetzt auch nicht wirklich was. Das mit dem... Jetzt soll ich mal auf die Karte gehen. Genau, das ist nämlich jetzt grün. Das heißt für mich persönlich, dass wir jetzt hier alles erledigt haben. Mit der archäologischen Ausgrabungsstätte. Das heißt dann, wir müssten theoretisch doch hier beim Yachtclub... Wo war denn der jetzt? Hier, da ist der Yachtclub. Da müssten wir dann als nächstes hin. Jetzt muss ich nur mal eben Hinweis anheften. Genau. Zack. Ja, dann würde ich aber trotzdem sagen, weil ich denke mal, dass das bei dem... Ach so, das war jetzt... Ja doch, die Fotografie ist richtig. Ich denke mal, dass das beim Yachtclub dann doch ein bisschen länger dauern wird. Und würde sagen, dass wir dann hier erstmal die Folge damit beenden. Ich denke, bevor ich zum Yachtclub gehen werde, werde ich mich erstmal wieder umziehen und wieder schick machen, so wie ich vorher gewesen bin. Und werde euch dann, wenn ich am Yachtclub oder in der Nähe angekommen bin, wieder hinzuschalten in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.